Hallo, der Jan hier. Ich habe hier einen Tunze Kehrmagnet Nano bestellt fürs Nano Seewasseraquarium und Ersatzklingen, die aber zu einem anderen Magneten gehören, aber die sollen passen, dass man dann eine richtige Metallklinge hat. Ja, diese Tunze Magnet hier, der Nano, der hat nämlich Kunststoff, was auch laut Videos im Internet sehr lange hält. Aber ich möchte auch gerne Metall dran machen für die hartnäckigen Algen. Mal gucken, was drin ist. Eine Gebrauchsanweisung ist drin. Eine sehr dicke Gebrauchsanweisung. Wahrscheinlich in allen Sprachen, die es gibt, so wie das aussieht. Oh, uiuiui. Aber ja, hier sind auch andere Reiniger drin. Ich meine, in der heutigen Zeit braucht man das doch gar nicht mehr. Ich meine, was eine Papierverschwendung. Das ist ja Nano. Nicht? Das ist schon beachtlich, was sie hier da reinpacken. Finde ich totale Verschwendung. Jeder hat Internet, so gut wie jeder, und man könnte sich ein PDF runterladen. Ist gepackt von Nummer 7. So ist eine Packliste. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Da ist er. Magnet drin und hier ist eine Ersatzklinge. Ja. Kunststoffersatzklinge. Nicht schlecht. So, und hier ist der Magnet. Brauchen wir nicht leer. Aha, okay. Super. Schön klein für Nanobecken. Ach, du grüne Neune. Ja, hier ist Filz drauf, damit man die Scheiben nicht verkratzt. Brauchen wir nicht. Hier ist der eigentliche Magnet. Ja. Kunststoff. Kann man nach unten abziehen. Ja. So. Genau. Beide Seiten kann man abziehen. Einmal ist hier Ersatz dabei. Ja, genau dasselbe. Super. Und ich habe dann noch diese Klingen bestellt, die sind für einen größeren Magneten. Mal auf. So, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Denn hier sind richtige Rasierklingen drin. Jetzt nicht zum Rasieren. Ja. Beziehungsweise Klinge. Ja, das sieht schon super aus. Die probiere ich dann beim nächsten Mal aus, im nächsten Video. Probieren wir erstmal den, in diesem Video probieren wir diesen, uiuiui, diesen Magneten aus. Das war jetzt sehr knapp, war das? Ah, hau ruck die Waschfrau, der geht da gar nicht mehr auseinander hier. Ach, du grüne Ja, deswegen ist da auch Pappe zwischen gewesen, gell? Damit man den wieder auseinander bekommt. So, probieren wir erstmal den hier aus und dann im nächsten Video dann mal mit der anderen Klinge. Kommen wir zu den Kosten. Der Magnet, der Nanomagnet hier, inklusive der Ersatzklinge und dem großen Buch hier, kostet 14 Euro. Und die Klinge hier, 86 mm, kostet 5,30 €. Das ist, ich finde, das ist ganz schön viel für die Ersatzklinge. Nicht? Wenn man das mal umrechnet, boah, das ist eine Menge. Ist so ein bisschen Plastik und die Klinge da. Schon viele. Für den Magneten finde ich das akzeptabel. Ist auch noch hier noch so ein kleiner Ersatz bei. Ja, 14 Euro finde ich gut. Ist eigentlich ein guter Preis. Aber die finde ich ein bisschen teuer für einen Ersatz hier. Naja, ist halt so. So, der Magnet ist im Aquarium. Jetzt werden wir mal ausprobieren, wie er reinigt. Fangen wir hier mit den Grünen an. Ist er genug da? Wie man sieht, fliegt es weg. Das heißt, er schabt immer eine Schicht ab. Ja, es geht aber. Das, was hier, ich habe normalen Magneten hier, das funktioniert überhaupt nicht. Und der schafft das Grüne weg. Ja, super. Man sieht es jetzt nicht so. Bin zufrieden, es geht weg. Das erste Mal. Deswegen habe ich mir die Klinge noch bestellt, weil die schafft noch mehr. Jetzt kommen wir hier zu den Algen. Ja, probieren wir es mal.
Einwandfrei. Also er macht alles weg hier. Wow. Super. Also es klappt. Ich muss, da die Scheibe hier gebogen ist, so machen. So. Zu der Biegung hin, logischerweise. Aber die hartnäckigen Algen gehen weg. Ja. Sieht's hier alles frei. Jetzt muss ich hier noch die Grünen alle wegmachen. Ja. Bin gespannt, wie lange ich brauche, aber es funktioniert. Werde ich jetzt mit der Kunststoff machen und die andere Seite machen wir mit der Rasierklinge. Dann drehen wir mal ein extra Video darüber. Ne? Bis dann. Ciao.